Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen After Effects Tutorial. Nach längerer Zeit wieder und heute geht es um Ebenen in After Effects. Und zwar um diese Ebenen hier. Was für Ebenen wir haben und was man damit machen kann. Und das werde ich jetzt einfach so der Reihe nach mit euch durchgehen und dann passt das. Erste Ebene, die wir hier sehen, der Text. Wenn wir jetzt auf den Text gehen, erscheint hier so ein roter Strich, da können wir jetzt irgendwas reinschreiben. Dasselbe erreichen wir, indem wir das Texttool nehmen, irgendwo hinklicken. Ich nehme mal den Text vorher wieder raus, dann sieht man es besser. Irgendwo hinklicken und dann schreibt man wieder einen Text. Den Text kann man hier unten verändern beim Zeichenfenster. Wenn ihr das Zeichenfenster nicht habt, geht ihr auf Fenster und dann Zeichen. Da ist es auch schon. Oder einfach wie ich habe Fenster, Arbeitsbereich, alle Fenster. Wenn ihr das Zeichenfenster hier habt, könnt ihr jetzt euren Text hier auswählen, dann könnt ihr die Schriftart ändern. Hier könnt ihr die Schriftgröße verändern. Wenn ihr zwei Zeilen habt, könnt ihr den immer auswählen hier, den Abstand zwischen den zwei Zeilen verändern. Das hier ist der Abstand zwischen den einzelnen Buchstaben. Und hier unten ist die Textgröße nach oben, Textgröße nach unten, ja, zur Seite, oh Gott. Das hier ist, wenn ihr eine Hochzahl haben wollt, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel nur das D auswählen und dann schiebt ihr das D nach oben. Und das hier, ja, schiebt nochmal ein wenig die Buchstaben hin und her, beziehungsweise quetscht sie ein wenig. So viel zum Text. Damit könnt ihr die Farbe ändern. Wieder auswählen. Jetzt könnt ihr dem so einen roten Ton geben. Der äußere Ring steht für die Konturfarbe. Wenn ihr die aktiviert, macht es einfach euch auch noch eine Kontur. Jetzt ist es hier weiß außenrum. Ich denke, das ist alles, was man zum Text erstmal sagen kann, generell. Konturgröße könnt ihr übrigens noch hier unten einstellen und auch über der Fläche oder Fläche über Kontur könnt ihr alles einstellen. Als nächstes kommen die Farbflächen. Farbflächen sind ganz normale Ebenen. Jetzt habe ich aus Versehen wieder auf Text gedrückt. Könnt ihr auch mit Steuerung Y erzeugen, wenn ihr Windows habt. Da könnt ihr jetzt euch hier eine Farbe auswählen. Ich lasse jetzt einfach mal die blaue hier. Größe, quadratische Pixel solltet ihr einfach an eure Kompositionsgröße bzw. ja, Pixel-Einstellungen anpassen. Was könnt ihr jetzt damit machen? Ihr könnt es als Hintergrund verwenden, da werden dann meistens irgendwelche Effekte draufgelegt, zum Beispiel jetzt ein Verlauf. Benutzt ihr dann als Hintergrund, beziehungsweise da werden auch 3D-Effekte draufgelegt, zum Beispiel Particle World. Und dann ist die Ebene auch schon nicht mehr da, sondern nur noch der Partikeleffekt. So. Die Ebenen haben natürlich auch ein ganz normales Transformierfeld hier. Man kann sie drehen, skalieren, wie man will, mit den Effekten darauf, logischerweise. Wenn es jetzt ein Partikeleffekt ist, ist es natürlich nicht so sinnvoll. Nur wenn es jetzt beispielsweise der Vierfarbverlauf ist. Und man den ewig groß zieht, kann man dann nachher praktisch wieder reinzoomen oder so. Ja. Kann man machen, was man will. Einfach ein wenig rumexperimentieren, da kommt man manchmal auf coole Sachen. Als nächstes kommen die Lichter. Lichter entwickeln ja ihre Wirkung nur auf anderen 3D-Objekten. Also ein Licht ist generell ein 3D-Objekt. Deswegen ist dieser 3D-Schalter hier gar nicht verfügbar, weil es einfach mit als 3D-Objekt reinkommt. Wenn ich jetzt eine Farbfläche habe in 2D, dann wird es die Farbfläche überhaupt nicht jucken, dass hier ein Licht ist. Aber wenn ich sie in 3D schalte,
dann ist nur noch der Bereich da, der vom Licht angestrahlt wird. Also Lichter sorgen praktisch für Licht und für Schatten in dreidimensionalen Objekten. Das könnt ihr einfach bei den Lichtoptionen einschalten, ob das Ganze jetzt hier Schatten wirft, ist im Moment aus. Und dann bei der Farbfläche könnt ihr beim dreidimensionalen Bereich auch einstellen, ob das Ganze Schatten fängt bei den Materialoptionen. Schatten werfen und Schatten fangen. Wenn es jetzt kein Licht empfängt, dann ist es, als wäre es 2D. Aber es würde trotzdem jetzt hier drauf dann ein Schatten abgebildet werden, wenn ihr noch ein Objekt davor habt, das den Schatten erzeugt. Das nächste ist die Kamera. Habt ihr jetzt mehrere dreidimensionale Objekte? Es reicht auch schon eins, das ist eigentlich komplett Wayne. Dann könnt ihr mit der Kamera euch drumherum bewegen. Ihr seid dann praktisch die Kamera. Das Kameratool wählt ihr mit C an. Und wenn ihr mehrfach C drückt, geht ihr die verschiedenen Tools durch. Das hier ist das allgemeine Kameratool, das macht einfach alles. Hier rotiert die Kamera, hier könnt ihr nach oben und unten versetzen. Und hier reinzoomen, rauszoomen. Das sieht jetzt alles aus, als würdet ihr nur rumskalieren, aber ich erzeuge mal eine zweite Ebene. Ja, mache ich einfach mal noch eine Farbfläche. Nehmen wir das Auswahlwerkzeug. Skaliere die ein bisschen kleiner. Und jetzt gebe ich die mal in der Z-Tiefe ein wenig nach vorne. Und wähle dann das Kamerawerkzeug. Dann sieht man, hier ist ein dreidimensionaler Raum entstanden. Damit kann man auch ziemlich coole Sachen machen. Kommt wahrscheinlich in späteren Tutorials auch noch. So. Formebenen. Formebenen sind Ebenen, die ihr selber kreiert und die haben ja, eine Form dann am Ende, eine Fläche und ihr könnt auch eine Kontur einfügen. So, wenn ich jetzt einfach so zum Beispiel hier drauf gehe, kann ich eine Formebene erzeugen. Das ist jetzt keine so eine besonders spektakuläre Formebene, aber was ich damit machen kann, halt benutze ich halt auch eher selten im Smoshy Pictures Intro, im alten war es drin. Da waren so Formebenen als Striche drin, die dann so durchs Bild geflogen sind. Was kann man mit denen machen? Recht wenig oder recht viel. Klingt jetzt widersprüchlich. Man benutzt sie halt eher selten, aber man kann schon einiges damit machen. Alles, was man halt selber generiert und was ja praktisch im Bild vorhanden ist, was recht simpel ist, kann man mit den Formebenen machen. Die kann man dann vielleicht ein bisschen leuchten lassen. Und was man weiter mit denen macht, ist eine Frage, auf was man Lust hat jetzt. Wie gesagt, es gibt Projekte, da kann man sie verwenden. Ich verwende es nur selten. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht viel dazu sagen. Einstellungsebenen. Wenn ihr mehrere Sachen in eurem Bild habt und zum Beispiel, ja, ihr habt jetzt mehrere Bilder maskiert in einem Bild, dann braucht ihr eine Einstellungsebene, wenn ihr alles mit Effekten versehen wollt. Also eine Einstellungsebene beeinflusst alles, was darunter liegt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Color Correction Effekte auf eure Einstellungsebene zieht, dann beeinflusst das alles, was darunter liegt. Und nicht nur den einzelnen Block. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt nur auf die Ebene hier ziehen würde, wird es ja nur die Ebene beeinflussen. Wenn ich es auf die Einstellungsebene lege, dann beeinflusst jetzt die Formebene und die zwei Farbflächen hier. Das ist natürlich hier Schwachsinn, aber ja, um es zu demonstrieren.
Das letzte Adobe Photoshop-Datei und Cinema 4D-Datei. Das ist klar, man kann einfach eine Photoshop-Datei zum Beispiel als Komposition importieren. Das ist ganz nützlich für den Parallax-Effekt, weil man dann die einzelnen Kompositionsteile auch einzeln animieren kann. Die Cinema 4D-Datei ermöglicht einfach 3D-Elemente aus Cinema 4D in After Effects zu importieren und dabei die After Effects-Kamera zu verwenden. Wenn das kommt, kommt es aber in späteren Tutorials noch. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen geholfen. Ist ja nur ein Einstieg. Demnächst wird es dann konkreter, konkreter und ich hoffe, man sieht sich auch demnächst wieder. Haut rein.